Kunstbegeisterte können wieder einen Eindruck in aktuelle Arbeiten aus der hannoverschen Kunstszene erlangen. Die Galerie Kubus lädt zur neuen Ausstellung Kubus Kooperativ ein. Das Alter der KünstlerInnen spielt in ihrer Konzeption keine Rolle. Wichtig ist nur, dass die Arbeiten nicht älter als ein Jahr sind und in ihnen das Thema Reflexion bearbeitet wird. Eine Reflexion ist alles. Wenn wir reden, reflektieren wir das Gespräch des anderen. Wenn wir auf der Straße sind, gucken uns was an, sage ich, dann reflektiert das, was wir sehen in unserem Hirn. Und so kann man natürlich mit der Kunst auch umgehen. Es geht um Form, um Farbe. Und was der Künstler sonst macht, reflektiert er ja mit sich selber. Und das kann man in dieser Ausstellung ganz gut sehen, wenn man sich das so als Leitfaden, sage ich mal, durchzieht und das alles betrachtet. 120 hannoversche Kunstschaffende haben sich in einem Open Call auf einen Platz in der Ausstellung beworben. Eine Jury hat daraus 32 Stücke ausgewählt. Diesmal haben wir es eben so gemacht, dass wir 5 Damen waren, erstaunlich zum ersten Mal, sonst sind immer Männer dabei. Und wir haben das gut hingekriegt. Es sind den ganzen Tag, dann sind auch über 100 Arbeiten und so viel werden dann ausgewählt, sodass man einen roten Faden, sage ich mal, durch so eine Ausstellung bekommt. Mehr als 20 Jahre schon gibt es regelmäßig die Möglichkeit, Neues aus hannoverschen Ateliers zu bestaunen. Das zweite Mal jetzt in der Galerie Kubus. Nicht nur für das Publikum sind diese Ausstellungen immer wieder spannend. Ich glaube, das Erfolgsrezept ist, dass wir die hannoversche Szene ja in den Fokus nehmen und dass auch so eine Ausstellung ist, wo man ja, also natürlich ist die fürs Publikum, aber auch die Kolleginnen sehen ja dann nochmal die Arbeiten der anderen und zudem fühlen sie sich ja auch gesehen. Also insofern gibt es auch so ein positives Feedback einfach in die Szene. Wir sehen euch und wir interessieren uns für eure Arbeiten und ich glaube, das ist eben halt auch wichtig. Und ja, wie man sieht, ist es tatsächlich auch eine reichhaltige und vielfältige Szene und die soll eben auch gezeigt werden. Eine dreidimensionale Zeichnung, ein Reflexionsraum, eine Trophäensammlung. Dies sind nur einige Beispiele aus dem Querschnitt aus Hannovers Kunstszene. Noch bis zum 27. Februar können die Kunstwerke in der Galerie Kubus bestaunt werden.